Hallo meine Knullis und willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted. Wir müssen jetzt hier ein paar Sachen durchsuchen und dann weiter fortschreiten. Was ist denn das hier? Dieb. Fühle mich nicht angesprochen. Ja. Und nun? Ah, hier ist noch was. Was ist das? Wieder ein Brief. Das ist Manifest. Manifest des guten Schiffs Destiny aus dem Wege von Libertalia. Von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen, Silbermogul, 93 Treugewicht. Okay, das ist so eine Art Liste. Skulptur, Bronze, Elefant, Mogul, 20 Pfund. 12 Pferde. Okay. Also nichts wirklich Interessantes hier. Schauen wir mal weiter. Was gibt es hier noch? Nix. Mann sagt nada. Den nada. Oh, der steht nicht mehr auf. Noch ein Dieb. Ja, alles Diebe, so wie wir. So läuft es. Leer. Ja. Nee, lass mich hier noch durchsuchen, bitte. Ganz ruhig. Ich hab was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Aha, Grüner Al-Bazar behauptet, Gründer. Al-Bazar behauptet, dass dieser juwelenbesetzte Dolch Großmogul Aurangzeb persönlich gehörte. Falls das wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Bla bla bla. Tut mir leid, wenn ich irgendwie Scheiße lese. Es ist momentan 4 Uhr morgens. Und ich bin sehr, sehr müde. Schicke Klamotten. In deine Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Ja, und er trägt einen schicken Gurt. So, dann gucken wir noch da, dann gehen wir zum Brüderchen. Oh. Oh, noch eins. War das auf den Regalen? Interessant. Da hat jemand Inventur geführt. So, was willst du, Bruder? Jetzt hey, zeig, wo es lang geht. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben.
Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Okay, wieder einen schönen Tagebucheintrag hier erstmal machen. Also, wie kommen wir da hoch? Ja, wie kommen wir da hoch? Bruder, sag mal an, du weißt doch immer alles. Der sagt mir eigentlich immer Bescheid, wenn irgendwie es was zu tun gibt. Oder der weiß immer, wo es lang geht. Sieht ja schon mal interessant aus hier. Okay. Okay, ja, wirklich okay. Hat schon eine Idee, alles klar. Der hat wahrscheinlich keinen Bock mehr auf mich zu warten. Ah, okay, was hast du vor? Okay, bereit? Okay, das war Schritt 1. Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Da nichts wie hoch. Okay, dann mal da hoch und rüberschwingen. Scheinbar doch nicht. Also hoch kann ich nicht, doch ich muss mich rüberschwingen. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Ganz in Ruhe schwingen. Okay, der Kronleuchter muss sich da auch erst mit dran gewöhnen. Ich weiß. Okay, da geht's nicht lang. Ich will nur kurz gucken, dass ich auch ja nichts irgendwie übersehe. Okay. Warum hole ich die Waffe raus? Heißt es, das sind schon wieder Gegner? Oh nein. Verzeihung. So. Sorry, Condit. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? So, hier gibt's doch jetzt bestimmt irgendwo, da geht's runter. Also komm, ey, wie übertrieben. Das ist ja wie beim Fußball mit dem Faulen. Dass er da stirbt, verstehe ich aber nicht. Naja, egal, soll mir halt sagen, da geht's nicht lang. Hammer, hier ein Haus bauen und dann einen geilen Ausblick haben. Da kann man sich doch dran gewöhnen. Hoch. Sieht aber noch gut aus hier. Unbeschädigt sind. Hey, 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 schrei es nicht. Sieht ja echt noch gut aus hier. Guten Schuss gehalten. Ich hab's ja gesagt. So, hier ist. Geht's irgendwie nicht weiter? Wo geht's jetzt weiter? Sag mal an. Bin schon voll faul geworden zum Suchen, weil der macht es sonst ja immer. Geht's von hier aus irgendwie vielleicht hoch? Wie der schaut. Komm, sag mal an jetzt. Weil ich bin gerade echt gut müde damit. Da frage ich mich immer, wie machen die das? Die sind schon seit 5 Tagen wach und voll sportlich aktiv. So eine Idee? Ach so, oh Mensch. Manchmal ist es so einfach und ja. Okay. Siehst du den Turm? Klar. Ich sehe einen Haken, da möchte ich mich gern dranhaken. Das interessiert mich gerade mehr. Und nun? Was sollen wir jetzt tun?
Komm, sag mal an, du weißt es doch sonst immer. Ich will nicht schon wieder irgendwo runterfallen. Ah, hier, okay. Ja, manchmal bin ich blind. Manchmal, aber nur manchmal. So, ich denke mal hier einfach hoch. Hältst du dich da mal bitte fest? Bitte. So. Dann hier hoch wahrscheinlich, Sam. Ja. Ja, okay, ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? Ganz schön aufgeregt. So, okay. Ach, muss das geil sein, wenn wir, also die Person, die hier gewohnt hat, hat's geil gehabt. Schaut euch mal das an. Hey, bringst du mich da hoch? Klaro. Da kann man durchaus seine Aufsätze schreiben. Wo ist denn das Zeichen jetzt? Ah, da. Komm. Boot, 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 boot. Fertig? Fertig. Wetten, du schmeißt mir jetzt wieder eine Kiste runter. Hey, Vorsicht. Oh. Ah, das ist mal eine andere. Das ist mal eine andere Kiste. Ich dachte, das ist jetzt wieder die Standardkiste, die es überall gibt, sonst überall zu finden ist. So. Dachboden oder was auch immer das sein soll. Hoho. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Das ist immer eine gute Sache. Hey, ist da unten ein Weg? Ja, gut zu sagen. Los. Geil. Das ist doch Hammer. Hier könnte ich auch wohnen. Wie hoch das alles ist. Okay, komm, genug geglotzt. Weiter geht's. Wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt auf, oh Gott, ein paar Stunden. What the fuck? Oh nein, und gerade jetzt ist meine Batterie gleich leer. Scheiße, also dümmeres Timing gibt's doch nicht, oder? Okay, komm, ich mach jetzt einfach mit. Runter mit dir. Shit. Ja, wollen. Das ist immer alles hier. Ey, solche Arschlöcher. Die machen das alles kaputt. Wo bist du? Ich bin hier. Scheiße. Okay, ich komme. Wow. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Ja, definitiv. Scheiße. Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Steh! Oh 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 oh, nein, 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 nein. Was muss ich tun? Okay, alles klar, ich weiß es. Wo ist mein Bruder jetzt hin? Ah, der hängt da auf. Wirklich Arschlöcher. Na, ihr solltet alle noch ein bisschen Zielübungen machen. Schießübungen. Komm schon, oh Gott, wie ich sowas hasse. Das hab ich bei... Oh nein! Komm schon, Nathan. Lauf! Ah! Komm schon, beweg dein Booty! Weg deinen dicken Buddy. Oh shit. Okay, komm, wir laufen. Ich hab jetzt keinen Bock auf die, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, geh auf, geh auf. Ja, ja, ich komm. Panik. Oh fuck.
Scheiße. Das konnte ich jetzt aber nicht verhindern, oder? Oh nein. Shit. Shit. Okay, dreifach Shit. Okay, sorry. Nochmal Konzentration. Okay, jetzt weiß ich, dass ich da dran springen muss. Ich dachte eigentlich, ich muss mich an einem Seilchen festhalten. So. Jetzt hoch mit dir. Hoch mit dir, brah! So. Genau. Unbewaffnet. Scheiße, ey. Der ist so unerschrocken. Oh, im Bett, komm, wir gehen schlafen. So, jetzt hier hoch. Oh, nee, nicht du schon wieder. Okay, halt, halt! Hey, Nadine, schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango! Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ah, wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns zurück. Ah! Ah! Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott verdammt. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihnen. Oh nein, das wird nichts. Oh, wie ich dieses Vibe nicht ausstehen kann, wirklich. Das ist so betrieben, dass sie so stark ist. Das ist echt abnormal. Ich glaube, die hat zu viel Steroide gefressen. Also echt nicht normal. Jetzt legt sie sich da auch noch mit uns beiden an. Das ist schon, ja, grenzwertig. So, jetzt gibt's aufs Maul, du blöde Sau. Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter! Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut! Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut.
Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann! Du hast uns doch in der Hand, entspann dich! Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal? Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt! Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow, was hat er dir erzählt? Sam. Was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Oh mein Gott. Nate! Hey! Nate! Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Da ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Die Drake-Brüder, Kapitel 16. The Brothers Drake. Wir mal einen Weg hinein. Okay, cool. Jetzt hat er quasi wieder ein Flashback. Aber ich wusste es mit Sam. Ich wusste, irgendwas ist faul. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es krasser ist. Weißt du, hier gibt es eine Alarmanlage? Also ich habe gedacht, dass der uns jetzt... Ohne ein Fenster einzuschlagen.
eventuell verrät. Hat er auch auf einer gewissen Art und Weise, aber ich dachte, dass er uns vielleicht erschießen will. Aber ich glaube, das stimmt, dass es mit diesen Dismas, dass es eher so ist, dass der Nathan der Dismas ist, der quasi nicht so geldgeil ist und der andere soll vielleicht eher den Sam darstellen, weil er scheint ja schon sehr besessen sein von Geld und Ruhm und Macht und diesem Schatz, dass die Sau auch einfach mal 2 Jahre gesucht hat, anstatt dann zu uns zu kommen. Also ist er im Prinzip nur zu uns gekommen, weil er Hilfe wollte mit dem Schatz. Das ist schon verwerflich. Hey Nathan, da. Ein offenes Fenster. Ach ja. Okay, dann mal hoch mit dir. Hier. Mir nach. Ach stimmt, ich kann mit dem ja gar nicht springen. Oh Gott, stimmt, der ist ja noch voll nicht mobil als Kind. Aber Leute, ich würde sagen, machen wir wieder einen Cut und ich sag wieder danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Hüfchen nach oben und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt, wir brechen jetzt in irgendein Haus ein. Oh Gott, das kommt mir gar nicht hoch. Um quasi die Sachen von den Eltern wieder an uns zu reißen. Ich freue mich drauf und dann sage ich wie immer Ade mit E. Waschi!